So, da bin ich wieder, sorry. Das hat ein bisschen länger gedauert. Ich guck noch mal kurz in meinen eigenen Stream, ob man da jetzt wieder mehr sieht oder was besser sieht oder keine Ahnung. Weil ich hatte irgendwie das Gefühl, wir machen das Intro mal weg. Nee, es passt. Wunderbar. Autoputzanleitung. What? Lieber nicht. Reinigung Oktober habe ich eben schon erwähnt. Das ist meine PC-Säuberung. PC-Aussaugen. Staub entfernen. Sowas in der Art. So, was wolltet ihr? Ihr wolltet Samson, Blue Baby? Ach, wir machen einfach mal Samson, weil ich mit ihm schon ewig nicht mehr gespielt habe. Weil ich ihn auch eigentlich auch hasse. Verständlicherweise hasse ich ihn. Und es laggt gar nicht. Das ist cool. Aber sobald ich das sage, fängt es an zu laggen. Nur weil, was mich an Samson nervt, ist... Ja. Er ist so unglaublich langsam in seiner Tränengeschwindigkeit. Und bis man mit ihm auf eine ordentliche Stärke kommt, dauert es auch ein halbes Jahr. Also wenn man mit ihm keine guten Items zieht, dann... finde ich die Runs mit Samson eigentlich am schwierigsten. Dafür, wenn es bei Samson läuft, dann läuft es richtig. Und wir haben direkt Polaroid im ersten Basement gefunden. Das ist natürlich auch, also... Yo. Oh ja. Das ist mega Glück. Weil Samson hat die niedrigste Tiergeschwindigkeit. Jetzt haben wir das ein Item bekommen, was unsere Tiergeschwindigkeit auf Max setzt. Also komplett voll. Dafür büßen wir ein bisschen was an Stärke ein. Aber das ist bei Samson durchaus okay. Zumal wir ja auch noch viele Gelegenheiten haben, hier ein Damage abzuziehen. Also so ein Anfangs-Item ist echt super. Den Matchstick... dafür müsste ich halt eine Bombe opfern. Ich weiß, das würde sich im Nachhinein wieder rentieren. Das Problem ist, wenn ich den Matchstick mitnehme, verringert sich gleichzeitig meine Wahrscheinlichkeit auf Schlüssel. Deshalb spiele ich doch lieber auf Schlüssel als auf Bomben. Ist mir wichtiger. Also den Matchstick lassen wir lieber mal liegen. Und Pride... Ich finde ihn so cool, weil er einfach das Troll-Face hat. Na, toll. Das war's mit meinem blauen Herzen. Ab jetzt kann mich jeder Treffer töten, je nachdem von welchem Boss, aber... Wie, du willst mich mal schreien hören? Slender? Nee. Ich spiele keine Horrorspiele, ich gucke auch keine Horrorfilme normalerweise. Also ich gucke schon ab und zu mal mit Kumpels, aber nicht so gerne. Ja, bin ich einfach nicht so der Freund von... Ich bin ein Mensch, der sehr schnell Schiss bekommt, ja. Und besseren Boss als Duke of Flies hätte man sich auch nicht wünschen können. Guckt euch mein Damage an. Das ist... herrlich ist das. Bam, 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 zack. Es läuft gut. Jetzt bräuchte ich nur ein Held ab oder so, damit ich... Tears down! Way! Damit hat sich der Ocean Mushroom schon wieder gar nicht... Luck down! Way! Tolles Item! Schön, 4 Pillen, von denen sind 4 scheiße. Und ich habe den Geheimraum vergessen, ich weiß. Ich bin dumm, Entschuldigung. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt, das merkt man. Hey, blaues Herz. Ja. Das machen wir einfach mal. Und das machen wir einmal zu häufig. Yay, scheiße. Scheiße. Hätte ich doch das blaue Herz erst genommen. Ja. I know, das war blöd. Ich will das auch zu häufig melken. Das ist... Ich hätte es bei 3-mal belassen sollen. Ja. Und jetzt sind wir mit unserem Odd Mushroom... Naja, also ganz ehrlich, es wäre auch langweilig gewesen, damit Odd Mushroom durchzuskillen. Das ist ja... Ja, das ist ja echt langweilig. Das kann man ja niemandem zumuten. Und deshalb müssen wir hier ein bisschen Spannung reinbringen. Und das machen wir eben, indem wir nochmal neu anfangen. Ist auch klar, oder? Ja, finde ich schon. Jetzt wäre natürlich Bomben super. Also jetzt wäre ich für jede Bombe dankbar. Hey, Scapula. Bringt mir... Ich weiß nicht. Scapula mag ich nicht so wirklich. Kann einem zwar manchmal auch die Chance auf Unverwundbarkeit für jeden Raum geben. Also, nee, Quatsch. Dass man immer einmal getroffen werden kann, aber unverwundbar ist man nie. Auch nicht, wenn man null Herzen hat.
Eine Bombe, ja. Na gut, okay, so viel könnte ich damit auch nicht machen. Könnte ich mir eine weitere holen. Aber ist schon bitter, dass ich hier die ganzen Sachen liegen lassen muss. Und das ist schon wieder so Spiele, als hätte ich... Yes, absolut nichts drauf. Stimmt vielleicht ja auch. Oh, noch ein blauer Stein. Hey, ich habe immer noch keine Bombe. Hey, da war der Scapula sogar mal nützlich. Ansonsten hätte ich jetzt nur noch ein halbes Herz. Wobei ich bei dem Run auch gar nicht so abgeneigt wäre, den direkt neu zu starten, weil es einfach so bitter ist. Man muss halt immer als Vergleich sehen, ja, was wäre, wenn dem Stockwerk sowieso nichts Gutes gewesen wäre, dann wäre so oder so scheiße ausgegangen. Also von daher sehen wir es positiv, soweit man es kann. Und sterben trotzdem bei Larry Jr. Er dauert einfach so ewig, selbst mit... Geil! So. Auf ein neues. Wie gesagt, ich hasse Samson. Nehmt's mir nicht übel. Mann. Yay, zwei Bomben und ein Schlüssel in der Truhe. Damit haben wir schon wesentlich mehr als eben. Wesentlich, wesentlich mehr als eben. Also, hat sich jetzt schon gelohnt. Gut, Scapula haben wir nicht mehr, aber Scapula kann man verzichten drauf. Nein, die Tick wollen wir nicht. Die lassen wir lieber liegen. Oh, da war eine Bücherei. Hm. Wollen wir in die Bücherei reingucken? Eigentlich ja schon. So ein frühes Book of Rev, das wär's. Wenn es das denn gibt. Aber bei meinem Glück gibt's das. Deswegen holen wir uns jetzt mal das Book of Rev. Nicht. Aber immerhin das Book of Belial. Damit kann ich auch leben. Geht noch. Obwohl ich kein allzu großer Freund von dem Book of Belial bin. Warum auch immer. Es bringt halt nicht, sobald man wirklich stark ist. Bei Samson bringt es am Anfang durchaus viel. Aber sobald ich dann irgendwann mal eine gewisse Stärke erlangt habe, wird es ziemlich nutzlos. Und dann brauche ich eben die Herzen, die ich dann irgendwo mehr herziehen kann. Ja. Eben hatten wir aber Mom's Pearl. Das wäre natürlich auch cool gewesen, damit zu spielen. Da hätten wir immerhin ein paar blaue Herzen bekommen. Aber nein, warum denn auch? Ich wette, die Runs werden sowieso immer schlechter, je mehr man aufgibt. Oder je mehr man in den Sand setzt. Haha, geiles Item. Wir nehmen es mal kurz mit. Und probieren es hier. Hey, hat geklappt. Immerhin das. Und Geheimraum gibt uns Münzen. Oh, das lohnt sich sogar noch in den Shop reinzugehen. Wir haben ja sogar noch einen Schlüssel. Oh, ist schon ganz gut gelaufen. Und hier machen wir nochmal ein bisschen Feuer kaputt. Man weiß ja nie, wenn da so ein Dime oder eine Münze, sei es nur eine Münze, da drin ist, dann... Curse of the Lost? Du hättest Schlüssel aufheben sollen. Hä? Was macht Curse of the Lost? Was heißt denn das? Das habe ich nie gecheckt. Oh, die Trinkettasche. Ich glaube, den nehmen wir sogar mit. Trotzdem behalte ich... Ja, die Tick nehme ich mal trotzdem nicht mit. Größere Ebene. Wieso sollte ich dann den Schlüssel aufheben? Fragezeichen. Ich meine, was sollen wir denn hier noch bekommen? Ja, also so viel größer ist die jetzt auch nicht. Pin! Ey, das kann ein halbes Jahr dauern. Zum Glück haben wir noch Book of Belial. Ja, das ist echt angenehm für die ersten paar Stockwerke, das gebe ich zu. Aber für später bringt es einem halt nichts, weil... Oder nicht allzu viel. Man kann es immerhin relativ schnell wieder gebrauchen. Das ist auch noch ein Vorteil. Und Pin kriegen wir auch noch ganz gut down. Weil Pin mit Samson ohne Anfangsdamage, oder mit, gerade mit dem Damage, den man eben nur am Anfang macht. Ach du Scheiße, habe ich viel Geld, ey.
im Shop gewesen und noch mit 20 Münzen hier rausgegangen. Also das ist schon eine Menge. Wir hätten übrigens auch mal nach dem Secret-Raum gucken können. Aber das... Nee. Schickt auch so. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir auch einen Schlüssel bekommen. Oder am besten sogar zwei für den Shop noch. Oder hier ist der Geheimraum. Ja, da könnte sogar der Geheimraum sein. Nein. Oh Gott. Ja. Immer noch ein Damage-Up von den Spinnen bekommen, aber das zählt bei den Gegnern hier, glaube ich, eh nicht so stark ins Gewicht. Ey, habt ihr den Kill gesehen? Der war ja mal über. So, was haben wir denn hier? Eine Truhe. Toll! Eine Münze. Wir spielen bei dir hier mal ein paar Schlüssel. Ja, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Der ist in der Mitte. Ja! Kurz, Moment, ich muss mal kurz weg. Way! Mein Lieblings-Item ist das Sacred Heart. Das finde ich so cool. Damit spiele ich sau gerne. Weil damit kann man einfach nur so durch die Gegner durchfetzen. Übrigens hat mir meine Mutter gerade einen Tee gebracht. Wie unglaublich fürsorglich, ja. Ist schon spannend sowas, ne? So, jetzt können wir auch in den Shop... Oh, Chocolate Milk! Chocolate Rain. wie gehen nochmal die erste Strophe? Keine Ahnung. Was haben wir hier noch? Die Leiter. Okay. Okay. Mach ich mit. Jetzt können wir uns natürlich die Truhe nicht mehr angucken. Aber die Karte könnten wir uns noch mit. Wir nehmen uns mal die Karte mit. The Hermit. Naja. Spart uns immerhin Schlüssel, wenn wir nochmal in den Shop rein wollen. Nee, kein Eistee, das ist ein Früchtetee. Aber ich habe noch nicht probiert, weil der noch so heiß ist. Ich lasse den gerne ein bisschen stehen. Von daher, ja. Ja, das kann man mal mitnehmen. 5 Münzen für eine Bombe. Und der Geheimraum. Also das war übelst Glück. Weil ihr dich den nie vermutet, obwohl... zocken oder nicht zocken? Wir zocken. Ich mag die Wahrsagemaschine, aber ich glaube, die wurden nach irgendeinem Update mal runtergedrosselt, dass sie nicht so viele blaue Herzen geben. Weil früher haben die echt unendlich viele blaue Herzen ausgespuckt und mittlerweile guckt es euch an, das, da kommt echt gar nichts mehr. Verzockt man 6 Münzen und das war's. Ey, Judas Tonk. Das könnte auch interessant werden. Ein Devil Deal, dann sind wir auf 0 Herzen runter, aber dann könnten wir das Polaroid eben unglaublich gut nutzen. Und dann vielleicht noch ein zweites sinnvolles Trinket. Bei Kane gewinnt man immer, ja, das ist, weiß ich, oh, ein Health Up. Geil. Dafür, dass wir beim letzten Mal so viel Grütze gefunden haben, Gluttony, muss ich jetzt leider ohne das Book of Belial schaffen, weil wir noch den Boss vor uns haben und für den würde ich mir es lieber aufheben. Ja, Gluttony ist eigentlich am besten zu bekämpfen, wenn man den Laser triggert. Hey, und sogar noch ein Held ab. Wie war das mit fehlendem Glück? Entschuldigung. Ich habe nichts gesagt. Das Judas-Ding bringt, dass ich in Satan-Räumen für jeden Deal nur ein Herz zahlen muss. Oder eben immer noch 3 blaue, das ändert sich nicht. Und das ist schon richtig genial. Das Einzige, was uns jetzt noch so ein bisschen fehlt, ist ein Tiersab. Das hatten wir ja leider eben und haben es verkackt, genau.
Bam, bam. Sogar die Großen fliegen jetzt mit einem Schuss. Also wenn das mal nicht stark ist, dann weiß ich es auch nicht. Bam. Die Fliege killen wir mit der Bombe. Nee, schade. Och nee, wieso deine Kiste? Hey, Devil Deal. Und zwei Helterpillen, oder? Nee, schade. Wenn das die Helterpille gewesen wäre, ich jetzt so gefeiert. No comment. Prettyfly, hey, da kann man gerne mal zwei von nehmen. So, was gibt uns der liebe Satan denn? Die Schokomilch und das Messer, geht das überhaupt? Und ne, ich bin leider kein Zelda-Fan. Geht das Messer mit der Schokomilch? Okay. Jetzt ist nur die Frage, Guppy's Paw oder nicht? Ich nehme ihn. Weil Book of Belial bringt uns ja nichts mehr. Augenscheinlich. Und Guppy's Paw plus plus das Polaroid ist richtig über. Ist zwar kein gutes Item normal, gebe ich zu. Aber ich bin halt, wie gesagt, jemand, der auf blaue Herzen spielt. Und das Charging Shots. Geht das jetzt überhaupt auch schneller? Nee. Also ich wüsste nicht, was das jetzt für einen Nachteil hat. Ich sehe das immer so, mit einem Herz spielen oder mit keinem Herz spielen, das ist fast dasselbe. Weil sobald man mal runter ist, ist man runter und dann... Sind wir übrigens langsamer wegen dem Messer geworden? Ich glaube ja schon. Wobei... Haha, guck dich mal das hier an. Zack. Und dann will ja noch mal jemand sagen, ich bin dumm, ne? Ja. Hält Downpille zur Hälfte ab, Pille. Kann man machen. Also habe ich jetzt quasi Guppy's Paw sonst mitgenommen. Für ein Spacebar-Item, was mir jetzt eh nichts bringt. Mehr. Zumindest wüsste ich nicht, dass das Book of Belial sogar noch jetzt einen Schaden... Ach, nee. Gut, unsere Range ist halt relativ beschissen. Das gebe ich zu. Dafür haben wir ein Überdamage. Müssen halt erst einmal treffen. Zack und... Na? Na? Ja, ein Range-Up wäre schon ganz gut. Oh, nein! Boom! Oh Gott, jetzt wird's hart. Nee. Nee. Ich habe ihn getroffen und er ist nicht gestorben? So viel zu starken Schüssen. Naja. Oh, Super Sloth. Naja, das geht sogar noch als Miniboss. Schlimmer stelle ich mir da, keine Ahnung, Last vor oder so. Das könnte echt nervig sein. Dann nehme ich doch lieber jemanden, den man auch ganz gut mal treffen kann. Aber mit dem Messer spielt sich echt ungewohnt, muss ich sagen. So, was haben wir hier im Hanged Man? Hanged Man, toll! Wahnsinn! So, in den Shop wollen wir da rein? Ah, ich gucke erstmal, was die Hanged Man-Karten so bringen. Mit Tears Up kann man das schneller aufladen. Nicht mit Range? Mit Range aber auch, oder? Also okay, mit Tears kann man es schneller aufladen, keine Frage. Aber mit Range kommt man, selbst wenn man es niedriger aufgeladen hat, noch weiter. Ist halt die Frage, was man will. Aber ich hätte schon auch noch gerne ein bisschen höhere Range. Guppy's Hairball! Ne, das ist Daddy Longlegs. Ich dachte, es wäre Guppy's Hairball. Aber Daddy Longlegs ist noch cooler, also... Ist schon ordentlich, was wir hier ziehen. Wird halt mit den Herzen ein bisschen knapp. Ich muss ein bisschen lernen, damit zu spielen. Mit dem Messer. Ansonsten wird das hier echt schwer. Ja, hier können wir uns drei Bomben umsonst holen. Wunderbar. Nee.
Nee. Ach, komm, wir rennen einfach durch, dann ist alles gut. Eine Bibliothek. Wie mache ich die jetzt am besten? Jo. 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 Und... Jo. Wunderbar. Aber Bibliothek können wir uns leider erstmal in die Haare schmieren. Blöde Sache. Nee, ich will kein Hexball. Und du brauchst mich auch nicht mehrmals anzuflüstern. Es wäre ganz nett, wenn mein Chat ein wenig spamfrei bleibt. Dankeschön. Nein. Ja. Auch solche Gegner sind extrem behindert. Aber es funktioniert ja. So, jetzt... Shop natürlich nicht. Ich war beinahe verleitet, in den Shop zu gehen, warum auch immer. Aber wir können jetzt mal nach einem Geheimraum suchen. Nö. Nö. Ja, irgendwo muss der ja dann sein. Also ja, man erwischt wieder so ein ganz seltsam. Und ein Nickel in der Flamme. Passt auf. Na. Wäre schön gewesen. Dann hätte ich mir auch nochmal Shop angeguckt, aber so eher sinnlos. Ja, wir könnten Wahrsagermaschine kaputt sprengen oder mit 10 Münzen zocken. Bin ja fast verleitet zu zocken. Ja, ne? Nö. Was? Okay, wir haben es aufgesammelt, dann kriegen wir es wenigstens nicht mehr. Wir zocken noch mal ein bisschen. Wieso soll ich Polyphemus erst in der Chest finden und nicht jetzt schon? Oh ja, Hankman. Habt ihr gerade Daddy Longlegs gesehen? Der hat einen anderen Fuß. Was geht mit Daddy Longlegs gerade? Das ist doch ein anderer Fuß, oder? Ja. Strange. Immerhin Range Up, das ist sehr gut. Aber jetzt kann ich, wenn ich voll auflade... Nee, das geht glaube ich nicht weiter. Okay, ist dann wohl doch Tiersab, hattet ihr recht. Wie so oft. Ja. Jetzt die Frage, was wir mitnehmen wollen. Wollen wir Hermit mitnehmen? Ja, eigentlich schon. Ich meine, die Alternative wäre vielleicht mit Hermit in den Shop gucken, ob es einen Schlüssel gibt und dann auch die Truhe öffnen, aber ist, glaube ich, nicht so lukrativ. Lassen wir lieber. Ja, ist besser so. Nur fehlen uns jetzt wieder die Herzen. Das wäre aber auch nicht besser gewesen, wenn ich nur eins mitgenommen hätte, also von daher. Wow. Was ist der ab und zu? Triachnid? Den habe ich, glaube ich, noch nie als Boss gehabt, kann das sein? Ich könnte mich nicht daran erinnern, dass... Hä? Ich wollte schon sagen, wieso hat er da eben nichts von abbekommen? Bam. Oder ist die Range jetzt doch größer? Komisch. Devil-Karte. Hermit. Devil. Hermit. Einsetzen. Greed, Hallöchen. Na. Kann man die Kugel mit dem Messer blocken? Das wäre super geil. Und, ey, natürlich weiß er, wo ich hingehen will. Klar doch. Natürlich Greed. Matchstick nehmen wir mit. Ist zwar auch blöd, weil wir jetzt wieder weniger Bomben kriegen, aber... Das war eine Helferpille, oder? Oder war das im letzten Run? Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Ne, es war eine. Ja. Herrlich. Herrlich. So, aber ich will Guppies Port trotzdem weiterhin mitnehmen.
Es bringt trotzdem viele Vorteile. Weil, sobald wir das Polaroid haben, können wir uns einen beliebigen Zeitpunkt aussuchen, zu dem wir eben alle unsere roten Herzen in blaue opfern, wenn wir denken, es geht nicht mehr weiter. Also wenn man so auf einem halben Herz steht oder so, kann man das mal ganz gut machen und dann hat man auf einmal wieder, keine Ahnung, wenn man 9 Herzen hatte insgesamt, 27 Herzen, damit kann man schon ganz gut umgehen. Die Taktik kann man schon mal verfolgen, ja. Man muss halt zusehen, dass einem in unserem Fall jetzt nicht zu früh die Herzen ausgehen, weil dann bringt es natürlich nichts. Muss eben so lange versuchen, wie es geht, mit den wenigen Herzen durchzukommen. Oh oh, knapp. Ja, zum Beispiel jetzt sowas hier. Da hinten haben wir einen Opferraum oder so einen Raum, wo man eben was opfern muss, um reinzukommen. Hier können wir nochmal nach Geheimraum gucken. Hey, cool. 3 Münzen, wow, bester Geheimraum ever. Ist immerhin besser als ein normaler Spielautomat, das ist auch schon was. Jo, und jetzt kriegen wir hier 2 Spinnen, das hat sich ja übertrieben gelohnt. Aber dadurch, dass wir eben ein Herz gefunden haben, können wir da dann auch weiter, ja, weiterhin mit vollen Herzen rumlaufen. Ich glaube, es war durchaus die richtige Entscheidung, Guppies Poi mitzunehmen. Ich meine, was wäre die Alternative gewesen? Dasselbe mit Book of Belial. Na toll. Ja, man sollte natürlich auch irgendwo noch ausweichen. Auch wenn man viel Schaden... Ey. Ist zu blöd, um denen auszuweichen. Das geht gar nicht. Ja? Ja. Daddy Longnecks bringt hier natürlich auch nicht allzu viel. Nicht verrecken. Oh, Helterpille. Also ich glaube, so viele Helterpillen habe ich außerhalb von Kain schon ewig nicht mehr gefunden. Wie soll ich den denn treffen, bitte? Na, ja, das wird ein Spaß. Nein. Das geht nicht. Wie soll ich den denn treffen? Der schießt direkt, wenn er mich nur irgendwie sieht. Wow. Bam. Mehr Glück als Verstand, aber... Na komm, kill ihn doch. Ey, wieso tritt er einmal drauf und hört dann auf? Kann es sein, dass er auf jeden Gegner einmal drauf tritt? Bam. Also, dass ich das ohne Schaden geschafft habe, war echt sehr glücklich. Hätte ich nicht erwartet. Ja, ich hätte eine Bombe nutzen können, das stimmt, aber das wollte ich irgendwie nicht. Ich bin, was Bomben nutzen betrifft, sehr sparsam. Also, nicht wundern. Bam. Bam. Gut, diese Räume sind dann natürlich absolut kein Problem. Ich bräuchte irgendwo mal ein Herz. Das wäre essentiell. Der Würfel. Oh, der war auch schön. Aber auf der anderen Seite, was wollen wir denn mehr? Nee, wir lassen es dabei. Wir belassen es echt dabei. Ich will mal mit dieser Kombination hier irgendwie durchkommen. Falls möglich. Wird jetzt eben beim Boss schwer. Also wenn ich einen Boss habe, der schwierig aussieht oder wo ich der Meinung bin, dass ich ihn nicht schaffe, dann werde ich möglichst schnell Guppies Paw einmal einsetzen. Okay, Gertie. Vorteil, er kann uns nicht in einem Schlag killen. Das ist sehr gut und wir können ihn schnell killen. Das sollte möglich sein. Na komm. Boah, der eine war knapp, aber auch das hätte uns nicht gekillt. Wunderbar. Und noch ein HP ab. Das macht schon 12 blaue Herzen. Immer gut dabei. Ja. Beim Devil Beggar gehen wir jetzt nicht nochmal zocken. Darauf habe ich keinen Bock. Von daher. Oh oh. Ja, jetzt kommen natürlich die harten Räume hier. Ja. Nö. Ey, natürlich, er springt mich an. Klar doch. Dankeschön. Das war wichtig, weil bis ich solche Bombenfliegen treffe, kann das echt manchmal ein halbes Jahr dauern.
In diesem Sinne, Glück gehabt. Oh, 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 ja, egal. Einmal getroffen worden, ist okay. Für so einen Raum kann man das mal machen. Nur müssen wir jetzt eben ein bisschen aufpassen. Wow. Ich habe nicht gedacht, dass der untere feuert. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Aus welchen Gründen auch immer. Yes, halbes Herz. Also das wird, also dieser Run hier wird weitestgehend echt eine Zitterpartie, so lange bis wir Gabis Power einsetzen und auch sinnvoll einsetzen. Von daher, ja. Immerhin nehmen wir jetzt nochmal einen Shop mit, nach Möglichkeit, wenn der Itemraum nicht zu weit weg ist. Wow, 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 wow. Wow, wow, war das knapp. Ach du Scheiße. Jo, Schlüssel, wunderbar. Na komm. Auch wenn es nur Feuer sind, da können Münzen drin sein, die uns unter Umständen das Leben retten, also... Ja, Dankeschön. Ey, ganz ehrlich, Gegner, die sich nicht bewegen, dafür ist Daddy Longlegs richtig cool. Aber ganz ehrlich, wie weit sind wir denn jetzt hier schon und haben noch keinen einzigen wichtigen Raum gefunden? Ey, es ist alles auf einem Bereich eingegrenzt. So, ja, gut. Zweimal getroffen ist jetzt nicht so ganz cool. Aber immerhin. Jo. Ah, schade. So Raw Liver oder so wäre jetzt geil gewesen. So ein doppeltes AP ab. Ah. Gut, ein bisschen Speed könnten wir noch vertragen. Das würde mich echt freuen. Wenn wir jetzt gegen solche Spaßvögel wie War oder so kommen, der geht zwar relativ schnell down, weil wir unser Messer haben und der auch noch in uns reinrennt, gerne, aber... Wow, ja, das war dumm. Aber wir können in diesem Raum noch nicht gekillt werden. So viel steht fest. Ist die Frage, ob wir im nächsten Raum gekillt werden können. Nur von der einen Fliege. Nur von der einen Fliege. Also nicht von der einen Fliege treffen lassen. Nee. Was? Ich habe vergessen, dass sie einen Herzschaden machen. Sorry. Dumm. Ja. Da hätte man die Defensivhaltung schneller aufgeben müssen und ein bisschen Guppies Power einsetzen. Aber das war auch so bitter, dass wir mit zwei Schlüsseln einfach absolut nicht zum Itemraum, nicht zum Shop gekommen sind. So ein Scheiß. Aber der Früchtetee schmeckt gut. Ja. Euer Vorschlag? Nochmal Samson oder wechseln? Wird jetzt übrigens der letzte Run, falls ich ihn wirklich durchschaffen sollte. Blue Baby, Kane, Isaac ist halt langweilig wegen dem Würfel. Da kommt man fast immer durch. Funky? What the fuck? Jo, schmecken lasse ich mir immer. Kane. Okay, wir haben jetzt zweimal Kane. Ja, okay, Kane, komm. Kane ist cool. Finde ich hoffentlich noch ein paar mehr Helderpillen. Ja, mit Kane kann man auch üble Kombos ziehen. Ich sag nur Bottle of Pills oder so und Kane, das ist richtig geil. Wenn man so ein Glück hat, dann kann man da echt durchskillen. Vor allem, wenn man dann noch eine Health ab und womöglich noch, naja, was kriegt man noch für Pillen, die einem langfristig helfen? Also Tiersub und Rangeup, okay. Was kann man noch Schönes haben? Hm. Naja gut, in erster Linie halt Health-Ups, wenn man davon viele Pillen drinne hat. Oder überhaupt eine Pille drinne hat. Wie sich das anhört, wenn man davon Pillen drinne hat, dann fühlt man sich cool, ja. Nee.
Ja, jetzt müssen wir uns aber wieder daran gewöhnen, dass wir wieder so wenig Herzen haben. Eben habe ich mich irgendwie zu sicher gefühlt. Das hätte ich nicht machen dürfen. Ich habe echt gedacht, da kann man länger durchhalten, aber dass die Zombies da so viel Schaden machen, hatte ich echt nicht mehr in Erinnerung. Joa. Sack of Pennies nehmen wir einfach mal mit. Warum auch nicht? Und die Truhe auch. Toll. Geil. Da habe ich es auch noch zu früh genommen. Wir nehmen trotzdem mal hier das mit. Oh oh. Gut. Wir wissen jetzt, wo der Geheimraum ist. Ich konnte ihn nicht mitnehmen, weil ich sonst gestorben wäre. Das wäre nicht so zweckmäßig gewesen. Oh, das könnte wieder ein harter Kampf werden. Na, obwohl eigentlich finde ich diese Widow gar nicht so schwierig. Ich finde die kleinen Spinnen schießt, ehrlich gesagt sogar ein bisschen heftiger, weil die hier, ich weiß nicht, ob sie mehr aushält oder so, aber die hier zerstört ja ihre Spinnen selbst. Und die großen Spinnen sind nun mal deutlich langsamer als die kleinen. Oder zumindest kommt es mir nur so vor, das könnte auch sein. Gut, sie schießt halt noch. Das ist das Einzige, worauf man aufpassen sollte. Ja, blöd ist dann, wenn man so viele kleine dann auch noch auf dem Screen hat. So wie ich jetzt. Okay, ich nehme alles zurück, das ist doch nicht einfacher. Schaffen wir den noch? Das wird eng. Nee, schaffen wir nicht. Ey, heute läuft's nicht. Heute läuft's absolut nicht. Cool. Direkt mal einen Shop aufgemacht. Wollte ich auch, natürlich. Immerhin haben wir gesehen, dass es Karte für 7 Münzen gab. Also wenn ich 7 Münzen kriegen sollte, wäre ich doch extrem dankbar, dass wir den aufgeschlossen haben. Muss man aber erstmal. Wow. Ey, geh doch kaputt. Diese kleinen Körper, die dann immer noch rumlaufen. Voll hart. Und dann auch noch 3 Stück, die bluten. Das ist Schicksal. Immer ein Schlüssel, aber... Oh, die Möglichkeit nach Geheimraum wäre gegeben, theoretisch. Wie oft kann man den hier einsetzen? Geheimraum wäre schon ganz wichtig, weil wir den Shop ja schon aufgeschlossen haben. Ich hoffe einfach mal, dass er hier ist. Nee, nicht... Ich glaube, der hätte getroffen. Also, wenn der Geheimraum da gewesen wäre, hätte der getroffen. Also ich glaube nicht, dass der Geheimraum da oben ist. Ich schätze, der ist unterhalb vom Boss. Oh oh. Ja, da konnte man natürlich super ausweichen. Eine Bombe. Auch nicht ganz so verkehrt. Naja, super. Jetzt noch von dem treffen lassen und ich bin wieder tot. Ist die Frage, ob man sich lieber die Truhe gönnen will. Eine Truhe können 2 blaue Herzen sein, wenn man Glück hat. Hm? Bombsack-Key. Toll. Mit einer Bombe und einem Schlüssel. Meistens nicht ganz so sinnvoll. Aber wir können hier unten auch nochmal mit dem Best Friend nachgucken, ob da der Geheimraum ist. Müsste ja eigentlich, ja klar. Münzen, way und hallo Map. Wunderbar. Map im ersten Stockwerk ist echt gut. Vor allem, wenn man noch eine Bombe hat, um den nächsten Geheimraum freizusprengen. Das muss man sich ja immer vor Augen führen. Obwohl, was wäre die Alternative? Die Bombe einzusetzen, um die Truhe zu bekommen? Soll ich die Truhe einsetzen? Ja, mache ich. Truhe! Du hast was Gutes, ich weiß es. Da drin ist Brimstone. Na, Capistel ist auch gut. Kann aber Brimstone drin sein? Ich weiß es gar nicht. Was kann da drin sein? Die ganzen Katzen-Items können da drin sein? Kann da auch Sacred Heart drin sein? Könnte sogar klappen, ich weiß es nicht. Die weiße Fliege ist verschwunden. Ja, das passiert im Basement immer. Im Basement, wenn man einen Raum raus und wieder reingeht, sind die weißen Fliegen immer weg. Keine Ahnung warum. In späteren Stockwerken ist es ja nicht so. Liegt wahrscheinlich daran, dass sie im Basement nichts zu suchen haben, weil die ja eigentlich nur für die anderen Maps gemacht sind. Also für... Moment, wen muss man nochmal besiegen, damit man mit einer größeren Wahrscheinlichkeit Steven bekommt? Den kleinen oder den großen? Also, ich hätte ungern Little Steve, lieber den
Lieber die größere Version. Muss ich denn erst den kleinen besiegen oder erst den großen? Aber ich kann jetzt eh nicht im Chat nachschauen, von daher. Ich besiege einfach mal, wer mir vor die Nase läuft. Scheiße. Ja. Und Little Steven. Oder Steve. Ja. Ist auch okay, ja. Gibt natürlich Besseres. Damage Up wäre schon cooler gewesen. Ja, aber so verfolgende Schüsse sind auch nicht schlecht. Aber mein Lieblingspartner ist eigentlich Gish. Oder das Harlequin Baby. Die beiden sind richtig cool. Yes, Speed und Range Up. Obwohl Kane vom Speed her... Kane hat halt keine Range. Das merkt man hier schon. Von daher ist ein Range Up nicht ganz so schlecht. Ein Speed Up war jetzt... nicht wirklich zweckmäßig. Kane ist der Charakter mit dem größten Speed, glaube ich. Von daher... ja. Wenn man noch bedenkt, dass er die meisten... dass er nur gute Billen bekommt und den meisten Speed hat. Das hängt das zusammen? Man weiß es nicht so genau. Man munkelt, ja. So, kriegen wir genügend Münzen für einen Shopbesuch? Oder wir kriegen das Unicornhorn. Das ist auch okay. Ah, mein Little Unicorn ist cool. Aber ich bin jetzt fast schon zu schnell. Also, das Speed-Up war nicht unbedingt gut. Aber wie gesagt, allein fürs Range-Up muss man das eigentlich mitnehmen. Und vielleicht bin ich dem Ganzen ja auch später dankbar. Obwohl, wir gehen erstmal zum Boss. Killen den Schirm im Unicornhorn. Oh, Gertie Junior. Der mag kuscheln. Der kuschelt gerne, habe ich gehört. Ey, da hat er mich auch noch getroffen vorher. Kuschelst du gerne? Ja, du kuschelst gerne. Ah, ist noch nicht ganz tot, aber... sollte werden. Habe ich echt das Unicornhorn zu spät eingesetzt. Jawohl. Noch ein Range-Up. Das ist super. Man, guckt euch an. Range von eben im Vergleich zu dem hier, das ist schon fast das Doppelte, was wir da bekommen haben. Unicornhorn im Opferraum über die Stacheln gehen. Wäre cool gewesen. Ja, kann ich jetzt aber nicht mehr machen. Sorry, verpasst. Aber im Opferraum gibt es sowieso meistens nur irgendwelche Gammeltruhen. Also ich habe im Opferraum, glaube ich, noch nie irgendwas Sinnvolles gezogen. Also für eine Blutbank hätte ich es auf jeden Fall gemacht. Die ich jetzt wahrscheinlich noch irgendwo in einem Raum zufällig bekommen werde. Aber so, ja. Oh, nee, eine Arcade. Na, scheiße. Da gibt es natürlich eine Blutbank drin. Mann. Dumm. Da hätte ich locker die Münzen zusammenbekommen, die ich brauche. Bombe, Bombe. Na, ah, da liegt immer ein Herz rum. Das ist auch schon mal was. Und da liegen ja auch sonst ein paar Herzen auf der Map rum. So, diesmal nicht zu oft gegenlaufen. Wir nehmen einfach nochmal. Und nochmal. Bloodbag. Portable Bloodbag, wohlgemerkt. Wir sprengen dich in die Luft. Für eine Karte, also für Ace of Spades halt. Ich würde schon gerne in den Shop rein. Gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, da so viel reinzugeben. Naja, im Shop kriegen wir vielleicht noch ein Herz, dann hätte sich das Ganze erledigt. Nee, aber Steam Sale. Ja, 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 Karte, Wheel of Fortune, ja, so, was haben wir hier, hoffentlich noch ein ganzes Herz, oh nee, anderthalb sogar, gut, dann war das nur sinnvoll, das so zu machen, was, okay, Dr. Sozi-Gesicht ist ein wenig am Abspacken. Und nebenbei kann man ein SZ nicht in Caps schreiben, weil ein SZ immer groß ist. Das SZ ist der einzige Buchstabe, den man nicht groß schreiben kann. Ist das nicht gruselig? The Lovers. Ja. 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 Münzen.
Mehr Münzen. Ich bin geldgeil. Hey. So, wollen wir noch ein bisschen weiter zocken? Eine machen wir noch mal. Obwohl. Krafthorn. Hoho, Damage up. Super. Können ja noch mal ein bisschen. Oh ja, jetzt. Ah ja, wir haben ja Kane. Stimmt, da ziehen wir ja die ganze Zeit was raus. Oh ja, Two of Diamonds. Oh, setzen wir mal ein. The Stars, okay. Ey, wir kriegen wirklich bei jedem Mal. What the fuck? Nochmal Stars. Ach du Scheiße, ist das übertrieben. Ja, the left hand, genau. Noch ein blaues Herz. Noch ein blaues Herz, okay. Noch ein blaues Herz. Ja, ah ja, da ist es schon. Gut, dass du es gesagt hast, Gisbert. Ah, die Karte hätte ich gerne. Karte ist eine Two of Diamonds. Das ist gut. Die Karte setzen wir ein. die Karte nehme ich nicht mehr. Ne, wir lassen es. Aber... ja, mehr Geld. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir im nächsten Stockwerk... nicht die Tick nehmen, danke. Dass wir im nächsten Stockwerk ein paar Herzen bekommen, zumindest bevor unsere vier blauen leer sind, ist durchaus gegeben. So viel kann man festhalten. Ja. Also ich glaube nicht, dass es so verkehrt war, da jetzt so zu zocken. Das war, glaube ich, goldrichtig. Ich meine, wir haben die Map und wir haben Steam Sale. Und wir haben gerade mal die ersten beiden Shops abgegrast. Also, das könnte echt noch gut werden. Das Curved Horn ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Mein Damage ist zwar immer noch nicht ganz so groß. Aber das kann ich schon sehen. Ja, nochmal den Geheimraum. Ach ja, nee, der war ja da. Gut. Kriegen wir hier noch was rausgezogen? Irgendwas doch bestimmt. Hier muss ich wenigstens auch nicht wegen der Tick aufpassen. Hm. Da will man einmal was trinken und dann kommt so eine Fliege raus. Boah, der Tee schmeckt schon geil. So, Telia. Und es ist schon hart, wie viel Glück Kane wirklich hat, ey. Das ist voll... Der kriegt ja wirklich bei jedem zweiten Durchlauf kriegt er irgendwas. Pretty Fly, way. Cool. Und noch eine Pille. Speed up. Scheiße. Jetzt haben wir Speed 7. Ja, Speed 7. Jo, ne? Jetzt wird das Ganze etwas... sehr schnell. Ja, und ich bin trotzdem zu langsam, um davon auszuweichen. Na, wohl eher zu träge. Das hat damit langsam nicht mehr viel zu tun. Probieren wir es? Ja, wir probieren es mal. Hä? Ich habe da eine Bombe gelegt. Wollte schon sagen. Machen wir einfach mal unsere drei halben Herzen weg. Und wir kriegen Schwachsinn. Blue Baby Soul finde ich absolut unnötig. Ne, wir haben keinen Itemraum, wir haben keinen Shop bis jetzt und nur einen Schlüssel. Lassen wir lieber mal. Obwohl, den Boss hätte ich vielleicht machen sollen. Mit dem Unicorn Horn. Ja, ist natürlich super, wenn die gegen die TNT-Fässer laufen. Weil die zerstören ja automatisch die Sachen, wo sie gegenlaufen. Von daher. Oder machen den Schaden zumindest. Sagen wir es so. Zwei Schlüssel, super. Toothpicks. Die brauche ich noch in meiner Itemsammlung. Die habe ich zwar schon mal gehabt.
Mods, aber die haben irgendwie nicht gezählt, keine Ahnung. Also wurden nicht wirklich gespeichert. Ah, nein. Und, oh, die Kerze. Oh, yo. Will ich die Kerze? Ich weiß nicht, ich mag die Kerze nicht. Ich kann mit der nicht umgehen. Aber sie ist auf der anderen Seite, ist es schon geil. Na, wir nehmen sie. Wenn man die Möglichkeit und das Geld schon mal hat, dann... Pille! Oh ja, 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 klar. Dumm. Bombsaki! Hey, hat sich ja gelohnt. Aber kann man vielleicht nochmal sinnvoll nutzen, also war schon in Ordnung. Ja, aber zum Glück bin ich so schnell, sonst hätte ich da niemals ausweichen können. Bam, bam. So was meine ich, wenn ich die Kerze habe, dann versuche ich halt immer mit der alles Mögliche zu treffen und dann geht das meistens voll in die Hose. Ey. Ja, genau, der kommt dann nochmal eben rüber. The Moon. Was haben wir denn hier drin? Jo. Jo. Danke. Danke. Nein! Oh, was? Ich da. Oh. Wenn da jetzt wieder die Gegner gekommen wären, das wäre peinlich gewesen. So, und dann. Ja, die können wir wieder mitnehmen. Das bringt natürlich nichts. Ist okay so. Ja. Was gab's? Da unten war es noch Unicornhorn, das brauchen wir natürlich nicht mehr. Ich zock trotzdem noch mal ein bisschen beim Bettler hier. Vielleicht hat er ja noch was Schönes für mich. Oh, Brimstone. Wollen wir Brimstone? Unicorn über die Stacheln. Ich guck mir erstmal den Boss an. Wollt ihr wirklich Brimstone? Ja, Brimstone ist echt nicht mehr so gut. Ich lasse es liegen. Ich habe mehr Bock auf einen normalen Run. Dafür machen wir die Truhe nochmal auf. Jo, Bombsaki. Dankeschön. Und... Ah ja, stimmt. Unicorn kann ich gleich noch machen, weil ich ja eh für den Boss die Kerze nehme. Ja, für den Boss ist die Kerze natürlich super, also was will man mehr? Kugel noch abblocken. Das ging schnell. Ja. Nein. Das war knapp. Mit dem Speed ist es aber auch echt manchmal, gerade wenn man verleitet ist, immer auf den Chat zu gucken. Das ja, Brimstone hatten wir echt zu oft. Das ist unglaublich, wie oft ich das in letzter Zeit krieg. Vor allem auch eigentlich nur in Streams, wenn ich mal privat spiele. Dann kriege ich Brimstone eigentlich nie. Also so seltsam. Jo, und jetzt mal über die Stacheln. Mal sehen, ob das bringt, was Gisbert sagt. Ja, eine Kiste. Es bringt, glaube ich, nicht mehr, hier mehrmals drüber zu laufen. Man kriegt immer nur ein Item. Und das waren 4 Münzen. Way, das hat's ja hat sich ja gelohnt. Mich jetzt nicht gewundert, wenn da irgendwie eine Truhe dann mit einer kleineren Truhe mit nichts drin gewesen wäre oder so, aber... Ah ne, hier war ja die Candle. Ich hab gerade gedacht, die wäre irgendwie oben gewesen. Aber oben war ja nur Brimstone. Nur so ein paar Herzen wären wieder ganz gut, also... So eine Wahrsagemaschine... Habe ich wieder Fortune eigentlich liegen lassen? Ja, ich glaube, ich habe es liegen lassen, das war blöd. Ja, man kann im Opferraum nur eins bohren. Und der ist halt meistens wirklich Grütze. Deshalb... habe ich meistens nicht so das Verlangen, da reinzugehen. Jo. Hui, das hat sich gelohnt. Ja, gut. Jetzt fehlen natürlich ein paar... Haha, tot. Jetzt fehlen ein paar Bomben.
Die haben wir so leichtfertig aufgegeben mit der Baumsack-Key-Pille, aber mir ist Schlüssel, wie gesagt, jetzt echt wichtiger. Und ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Wollen wir da rein? Ja, komm. Yay, hat sich gelohnt. Cool. Weil manchmal sind ja auch zwei Truhen drin und dann ist die Wahrscheinlichkeit darauf, dass man so eine... zumindest ein Herz wiederbekommt, was man geopfert hat. Oder halt die zwei Herzen deutlich größer. Wenn nur eine drin ist, dann bekommt man eigentlich meistens Grütze, dass da jetzt zwei Herzen drin waren, war... mehr Glück als Verstand. Was? Wer hat mich denn... wollte schon sagen. Und wieso spawnt er zweimal die Spinnen? Er spawnt vier Gegner, davon sind zwei Spinnen. Also, ganz ehrlich. Greed sollte man eher in Luck umbenennen. Aber sowas gibt's ja gar nicht, so eine Todsünde. Glück ist keine Todsünde. Naja, wäre auch irgendwie schwachsinnig. Außer ein MKW, da denkt man das natürlich auch manchmal. Da werden manche Leute für Glück auch, ja, ziemlich zum Sündigen gemacht. Ja, der D... wie viel ist das? D19, D16? Keine Ahnung. könnte man sinnvoll benutzen im Geheimraum, wenn da Münzen liegen. Dann ist der cool. Aber wenn nicht, dann... nee, für eine Münze lohnt sich sowas auch nicht. Aber keine Ahnung, wenn man wirklich im Geheimraum so 9 Münzen liegen hat und dann kann man daraus 9 andere Pickup-Items machen. Karten, Pillen vor allen Dingen mit Kane. Okay, da hätte ich jetzt auch einsetzen können, das war blöd, dass ich die Münzen da mitgenommen habe. Naja, wenn wir einen Raum bekommen, wo es mehr Pickup-Items gibt als da, dann war es nicht ganz so schlimm, das jetzt mitzunehmen. Ja, wir machen aber schon ordentlich Damage. Liegt natürlich auch im Curved Horn. Das ist klar. Opferraum. Way. Nein. Und hier haben wir noch mehr von den Gegnern. Bloody Penny. Oh, ho, ho, ho. Oh ja. Der kann super werden, wenn man ihn sinnvoll nutzt. Wow, also der Raum hat's echt in sich. Ey, da wollte ich die Kerze jetzt schon wieder zu früh triggern. Sowas meine ich, das sind Leichtsinnsfehler, die bei mir nur durch die Kerze entstehen. So, wir gucken jetzt erstmal... ja gut, da hätte ich die Münze übrigens auch wieder mit dem Bloody Penny nehmen können. Wir können gar nicht in den Geheimraum, kann das sein? Das wäre natürlich echt blöd. No. Wow. Piepkampf ist relativ eintönig, gerade wenn sowas hier ist. Badaba. Yes! Super Item für Kane. Baumsaki. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Bad Gas. Yay. Noch ein Speed-Up bringt uns absolut nichts und... noch ein Speed-Up! Oh, nein! Ey, das hat absolut nichts gebracht. So ein Scheiß. Ja. Ich liebe es, fliegen und durch Wände schießen. Muss ich einfach mitnehmen. Auch wenn wir jetzt wieder 0 Herzen haben. Ich weiß, das ist nicht ganz so sinnvoll. Aber lasst mich. So, wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen, wir nutzen die Baumsack-Key-Pille. Jetzt haben wir zwar keinen Schlüssel mehr und nur noch eine Bombe danach. Und das war schon mal dumm. Dumm! Mann, Mann, Mann. Okay, ich hätte auch erst mitnehmen können in D20. Und dann, naja. Wenn hier keine Münzen drin sind, dann habe ich sowas ziemlich vergeudet. Das wäre nicht ganz so toll. Keine Münzen! Hey, toll. Aber wir können den hier wenigstens noch mitnehmen und mal die... ne, das Trinket will ich eigentlich nicht verändern. Bloody Penny brauchen wir eigentlich jetzt auch nicht mehr.
das hier, die Pille können wir noch verändern. Zu einer Truhe, zu ein paar Münzen. Hey, toll. Speedwert 5? Was macht denn Speedwert 5? Bad Gas? Achso, das hier. Na, der Speedwert ist mir ja relativ egal. Das war eh zu hoch. Ja, toll. Achso, die Pille danach. Ja, genau. Die Pille danach, die nehme ich immer wieder gerne mit. Behalt Bloody Penny um und des Zeugs um Gegenstände. Soll ich echt die Kerzen wegmachen? Nee, die Kerze mache ich nicht weg. Die Kerze behalte ich. Wenn ich sie jetzt schon gekauft habe, dann... Nö. Ein Kombi ist das natürlich schon sinnvoll. Wow, fuck. Ich kann einfach nicht... Ja, gleich bin ich tot. Hätte ich mal die Kerze nicht behalten. Ja, jetzt backt der Wurm da noch rum. Das ist natürlich auch toll. Gib mir blaue Herzen. Hier drin ist jetzt Wahrsagermaschine mit blauen Herzen. Passt auf. Zu viel Geld. Zu wenig Herzen. So. Hier unten ist der Shop, bitte. Nein, hier ist ein Challenge-Raum. Gar nicht cool. Uncool. Bam. So, hier ist jetzt ein blaues Herz drin, bitte. Nein, blöd. Nö. Ich glaube, den Run schaffen wir nicht. Vor allem bei so einem Raum dann noch. Na. Okay, den Raum könnten wir noch schaffen. Aber dass jetzt auch immer wieder Gegner kommen müssen, die einem ein Herz Schaden machen. Okay, den mal ausnahmsweise mal nicht. Solche Räume sind okay. Die können wir gerne öfter sehen. Nee, da will ich erst gar nicht rein. Ich will erst zum Shop. Bitte gib mir den Shop. Obwohl, ich habe nicht mal einen Schlüssel. Jetzt habe ich einen Schlüssel. Musste ich machen, hätte ein blaues Herz drin sein können. No, das war's. Ah ne, ich kann mich hier verstecken. Wow, super. Gut, dass ich das Fliegen mitgenommen habe. Für die ganz Abgezockten, die gehen jetzt hier rein und holen sich noch ein halbes Herz, obwohl. Riskieren oder nicht riskieren? Eure Entscheidung. Ich bin nicht tot, wenn da nichts drin ist, aber ich habe nur noch ein halbes Herz. 2 zu 2. 3 zu 2. 4 zu 2. Komm. Ja! Bam, dankeschön. Hä? Achso, doch. Ich dachte, ich hätte kein Herz verloren, aber das... Ich habe ein halbes verloren. Das passt schon. Jetzt können sich alle die freuen, die ja gesagt haben und die anderen auslachen. Damit habe ich jetzt eine ungewollte Polarisierung geschaffen. Sorry. Ich wollte keinen Streit entfachen. Entschuldigung. Das Schlimme ist, dass man hinterher halt immer sagen kann, haha, ich hatte recht, obwohl es eigentlich nur glücksbedingt ist, also. Ja. Shit.
Chemical Peel, das ist auch toll. Noch mehr Damage ab. Alter, habe ich riesige Kugeln jetzt hier. Big Balls, jawohl. Es fehlen nur noch die Balls of Steel. Wenn da Mark drin gewesen wäre, ey, das wäre auch toll gewesen. Aber ich glaube, ja doch, im Opferraum kann Mark sein. Jo, toll. Das war natürlich wieder ein dummer Hit. Richtig dumm. Und das war ein schneller Raum. Na, oh, das war kurz vorm Treffer. Und wann treffe ich den Shop? Natürlich kurz vor Schluss. Also ich sag mal so, wenn ich wirklich so gespielt hätte, wie ich jetzt spiele, dann wäre ich sogar ohne den Opferraum mit einem halben Herzen jetzt zum Shop gekommen. Und hätte ein Herz bekommen. Toll. Noch eine Speederpille. Ach, die Leiter. Ach, brauche ich alles nicht. Aber ich... Wofür soll ich die Herzen denn ausgeben? Ich meine... die Münzen. Ich kann, hab doch eh nichts zum Ausgeben. Also von daher... Hey, noch eine Speederpille. Das ist überhaupt nicht unnötig oder so. Nein. Nein, 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 nicht aufnehmen. Dumm. Toll. Och nö. Die Maske. Immerhin kann ich... Ne, durch Wände schießen bringt mir hier leider nichts. Was ist das? Ich habe diesen Champion die Maske noch nie gesehen. Was macht... Na toll. Kann es sein, dass das Ding nicht schießen kann? Aber es ist jetzt eh egal, weil... Fertig. Immerhin haben wir die Kerze. Mit der Kerze ist das... Okay. Mit der Kerze ist das echt mehr als okay. Ich versuche den gar nicht mehr so normal zu treffen. Also gut, ich schieße ab und zu mal, aber... Wow, das war knapp. Jawohl. Und noch ein blaues Herz. Dankeschön. Hanged Man bringt mir nix. Bad Gas nehme ich einfach mal mit, weil besser als die Speederpille ist es. Und ein Burn Penny gegen Curved Horn. Nö. Truhe oder nicht Truhe? Ich mach's einfach mal auf. Ja, Schlüssel war drin. Und noch mehr Münzen brauchen wir. Ja, natürlich. Immer her damit. Waren wir schon im Geheimraum? Ich weiß es gar nicht. Mal gucken. Ja. Leider schon. Nein, ich habe gesagt, mit Kane kann man ab und zu mal ganz gute Kombos ziehen, wenn man dann die HP-Abpille überhaupt drinne hat. Es kann ja auch sein, dass man die HP-Abpille gar nicht im Setting hat. Es gibt, glaube ich, immer nur 6 Pillen oder so, die sich farblich voneinander unterscheiden. Oder vielleicht auch 8 oder so. Irgendwie sowas um den Dreh. Und es gibt halt insgesamt mehr Pillen. Das heißt, in einem Durchgang kann man gar nicht alle Pillen finden. Weil es weniger Farben von Pillen gibt als mögliche Wirkungen. In diesem Sinne, ja, braucht man auch mit Kane natürlich noch Glück. Auch wenn er schon den höchsten Glückswert hat. Ja, aber irgendwie... Ja, in den letzten Runs habe ich irgendwie mehr Erfolg gesehen als hier. Aber das ist super. Yes, jetzt explodiert das Ding bestimmt nach dreimal Münze reinwerfen oder so. Na, immerhin ein blaues Herz rausgezogen. Das ist schon mal was. Noch eins. Ich passe auf die Tick auf, keine Angst. Nicht, dass jetzt wieder einer schreiben muss. Ja, ich weiß. Es wurde schon geschrieben. Es ist unglaublich. Ah, Joker. Oh. Hebe ich mir mal auf. Oh, die Kristallkugel. Chariot. Ja, ne? HP ab. Joker.
Ich würde die Wahrsagerkugel schon gerne mitnehmen. Denkt ihr, das ist sinnvoll? Weil ihr habt gesehen, was für ein Herzennotstand ich so insgesamt hatte. Findest die Kerze besser? Ja, ich finde die Wahrsagerkugel halt geil, weil man erstens, wenn man sie einsetzt, direkt ein Meatball-Poster, stimmt, ja, da sieht man's. Wenn man die Kerze hat, dann weiß man direkt, ach nee, nicht die Kerze, wenn man die Wahrsagerkugel hat, weiß man eben direkt, wenn man in ein Stockwerk reinkommt und sie sich aufgehoben hat bis dahin, wo man hin muss. Und man kriegt auch noch relativ viel blaue Herzen oder halt Karten. Beides nicht zu unterschätzen. Und da uns die Pillen momentan nicht wirklich viel Glück bringen, sind die Karten vielleicht die richtige Wahl. Ja. Na. Ein paar Schlüssel hätte ich schon noch gerne. Deshalb zocke ich hier jetzt so ein bisschen. Und sonst weiß ich eh nicht, wohin mit dem Geld. Also von daher... Oh, das wäre auch super. Skethole. Ja, Skethole. Ich habe ein Häufchen auf dem Kopf. Ich bin ein Döner. Aber den Rusted Key brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich nehme die Wahrsagekugel mit. Weil ich bin der Meinung, mit der Kerze spiele ich schlechter. Den Raum hätte ich mit der Kerze niemals ohne Schaden geschafft. 10 Bomben! Way! Schwachsinn. Aber wir haben... Wir haben einen Boss-Challenge-Raum. Den holen wir uns, glaube ich, erstmal. Na. Was? Laptop-Java-Update von mir aus. Würde es dieses Jahr ein Neujahrsturnier geben? Gute Frage. Ich muss mal gucken, wie das sich mit Uni noch entwickelt. Das Problem ist, ich schreibe meine Klausuren fast alle im Februar. Und ich weiß noch nicht, wie früh ich dafür anfangen muss zu lernen oder generell ein bisschen mehr zu machen als sonst. Ich kann es halt momentan echt gar nicht einschätzen, weil Studium ist halt was Neues und ja. Also dieses Jahr würde ich nicht drauf wetten. Kann passieren, muss es nicht. Eher dann nächstes Jahr, wenn ich da schon ein bisschen mehr drinnen bin. Oh, super Greed. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt bekämpfen will, aber... Ah komm, wir sind geldgeil, wir bekämpfen Super Greed einfach mal. Ist aber nicht ganz so sinnvoll, glaube ich. Komm. Also Super Greed ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man... Ja. Wenn man sich wirklich daran hält, immer gerade zu ihm zu stehen, wirklich komplett gerade. Was ich jetzt gerade schon nicht mache. Und, ey komm, er nicht zu viel spawnt. Ja, für die Münzen hat sich's gelohnt, nicht wirklich, aber man kann ja mal träumen. Ja, okay, es hat sich vielleicht doch für die Münzen gelohnt. Ah, hier fliegen die Trinkets auf einmal nach hinten. Was haben wir hier? Two of Hearts. Absolut Schwachsinn, weil wir eh nur ein Herz haben. Ey Junge, wie viel landet da jetzt hinten drin, ne? Das ist schon nicht mehr schön. Judas Tonk. Ich will die Judas Tonk, bitte gib mir die. Tour of Hearts setzen wir mal ein. Lovers, setzen wir mal ein. Joker und Curved Horn. Ich will aber... Judas Tonk. Gib mir diese verdammte Zunge. Hallo. Nee. Nein. Ah, da liegt sie jetzt gut. Nein, jetzt aber zu. Man muss dazu sagen, ich habe Speed 7, also... Jetzt. Nein. Ja. Ja. Alles super. So.
Ich weiß nicht, ob es eine Bombe da gebracht hätte. Wir gucken hier rein. Ja, dankeschön. Wobei Guppies Paw auch verlockend wäre. Aber dann bin ich tot, wenn ich das nehme, ne? Ja, ich kriege eh nicht mehr viele HP ab. Tour of Hearts können wir direkt einsetzen. Polaroid können wir direkt mitnehmen. Hä? Was? Was? Ich meine, was? Hallo? Guck dich mal die beiden Items an, die wir da haben. Im Spacebar-Fenster und hier so. Hier. Kugel kann es zweimal geben. Aber leider nur mit demselben... Ach komm. Ist doch kacke. Es geht mir jetzt nicht darum, die richtige Kugel zu finden, sondern lieber das Polaroid aufzunehmen. Ja, danke schön. Ja, ich glaube auch mit dem Polaroid sind wir noch stark. Wir haben ja eben den Pakt noch eingesammelt. Sollte schon passen. Nur mir würde es jetzt halt sehr viel bringen, wenn wir noch die Guppies Paw mitnehmen könnten. Weil Guppies Paw ist eben so eine kleine Vergewisserung, dass man auch wirklich auf dem halben Herz bleibt, was man... auf den Nullherzen bleibt, die man haben will. In der Theorie haben will. So, was gibt's hier unten Schönes? Nix. Das war verschwendetes halbes Herz. Das hier wiederum ist sehr geil. Dann nehme ich auch die Bosskämpfe in Kauf. Allein für einen Tiersab und zwei blaue Herzen. Also ich hätte es auch für nur zwei blaue Herzen gemacht, aber für einen Tiersab noch dabei ist natürlich noch besser. Auch wenn das hier ein bisschen lange dauert. Bin wohl doch noch nicht so stark. Na, obwohl, Piep geht schon ganz gut down. Was? Okay, ich war fest davon überzeugt, dass uns das nicht trifft, wenn ich so stehen bleibe. Naja. Noch ein blaues Herz. So, jetzt sind wir langsam fest in der zweiten Reihe etabliert. Ich Solitär. Nein, Solitär wollte ich. Das war eher ein Spaß, aber... Wenn ihr unbedingt wollt, kann ich auch nochmal Solitär spielen, wenn noch Zeit bleibt. Aber ich glaube, nach dem Run hier habe ich nicht mehr ganz so viel Zeit. Jo. Ab zum Shop nochmal. Jo. Jo. Toll. Ich habe so ziemlich alle Gammelpillen, die man mit Kane haben kann, jetzt gehabt, ey. Das ist doch... Meine Güte. Und Bettler nehme ich auch noch mit, weil ich kann eh keine Münzen mehr gebrauchen, so wirklich. Und der Bettler gibt einem manchmal wenigstens was ab. Ja. Ist halt nur die Frage, ob wir jetzt vielleicht nochmal für zwei Schlüssel zocken wollen oder so, aber... Ne, wir sind in Necropolis. Und wir haben vier Schlüssel. Also die Chest könnten wir im Prinzip jetzt schon betreten. Rein von den Schlüsseln her natürlich. Jo, sammel du mal ein. Ne, willst nix. Schade. Ja, aber auch die Gegner machen wir schon ganz gut down, also... War echt, glaube ich, nicht die falsche Entscheidung, die Kerze liegen zu lassen. Okay, so ein Raum ist natürlich scheiße. Solange die beide in dieselbe Richtung gehen, ist alles gut.
Auch wenn die manchmal dann sehr seltsam... Ja. Beide in dieselbe Richtung, alles okay. Beide in verschiedene Richtungen, komplettes Chaos. Ah, jetzt wollte ich gerade die Kerze einsetzen. Jetzt habe ich gerade von der Kerze geredet und dann drücke ich die Leertaste, weil ich die Kerze einsetzen will. Das ist natürlich auch geil. Aber ich meine, mit Fliegen, wo besteht da die Notwendigkeit für die Kerze? Gut, die große Maske. Okay, sehe ich ein. Da war die Kerze echt nicht verkehrt. Ich glaube, das will ich gar nicht nehmen. Nee, will ich nicht. Nee. Habe ich noch irgendwas, wo ich mich rausporten könnte mit? Nee, ich glaube nicht, ne? Ja, wenn ich... Das Problem ist, wenn ich es nehme, dann kriege ich ein Herz in der nächsten Ebene. Dann wird das Polaroid aber unnötig. Also, wenn ich es nehme und in die nächste Ebene komme, kriege ich ein HP ab, so gesehen. Aber ein HP ab mit so vielen blauen Herzen bringt nicht mehr so viel. Und das Polaroid würde halt unnütz werden in dem Moment. Ja, ich lasse es. Die einzige Überlegung war jetzt vielleicht, bekomme ich hier... Ja, toll, geil. Eigentlich ist es sau einfach, gegen diese Mom hier keinen Schaden zu nehmen, wenn man nicht ganz so dumm spielt. Na, obwohl, wenn sie rauskommt und schießt, dann kann man schon mal Schaden nehmen, so wie man jetzt gesehen hat. Das sind so die einzigen schwierigen Situationen. Naja, kommt ganz drauf an, was für eine Mama man lieber mag. Wir kriegen keinen Satanraum. Das ist bitter. Oh, das war dumm. Jetzt kann ich die Karte nicht aufdecken. Kein Satanraum. Sonst hätte ich das HP aber locker nehmen können, Guppies Paw mitnehmen können. Doch, ich kenne den Safe Spot, aber... Na, wieso soll man mit Safe Spot spielen? Das ist so lame. Wir wollen nach rechts. Monstro 3? Was? What? Drei Monstros in einem Raum. Das ist gruselig. Und ich nehme gerade schon wieder überall Schaden. Der große will irgendwie nicht. Noch ein Speed-Up, oder? Ja. Geil. Nehmen wir mal mit. Toll. Wow. Cool. Naja, durch Wände schießen ist halt super. Das kann man nicht leugnen. Also fliegen und durch Wände schießen hat schon extrem viel für sich. Gib mir mal was Sinnvolles, bitte. Ja, ein Schlüssel ist okay, ein Bombe ist okay. Da oben ist noch was. Und nix. Naja. War jetzt auch nicht ganz so lohnenswert. Wollen wir... Ja, wollen wir eigentlich. Skolex, way. Ist jetzt kein wirklich schwerer Boss. Lässt sich so in die defensiven Bosse einordnen. Genauso wie Pin auch. Treffen einen kaum, aber haben halt sau viel Leben. Und das macht's eigentlich nur... Man soll halt keine Fehler machen. Na? Und die macht man halt zwangsläufig, wenn man versucht, den ganz oft zu treffen oder ganz schnell zu treffen. Man kriegt halt wirklich maximal einen Treffer rein, glaube ich. Ne, zwei. Wenn man es gut macht, kriegt man zwei rein. Und so kriegt man eigentlich viele rein, wenn man es denn schafft. Und das war jetzt
übelst kacke. Na komm. Immer ein paar Treffer noch. Jo. Noch ein Speed-Up. Way. Ja komm, dann eine Pille nochmal. Jawohl. Herrlich. Was will man mehr? Scheißdreck. Also das, die Item-Kombination hier, das ist jetzt nicht so optimal. Ich glaube, wenn wir jetzt unseren Speed wirklich aufstecken hätten können, dann wären wir bei... Bei wie viel Speed wären wir ungefähr gelandet? Ich tippe so auf 14 oder so. Also so ungefähr das Doppelte von dem, was man erreichen kann. Ist ja meist nicht ganz so sinnvoll. Wobei allein schon 7 manchmal nicht sinnvoll ist, wirklich mitzunehmen. Mehr Münzen. Na gut, im Bett hätte ich jetzt auch was lassen können. Aber in die Arcade gehe ich auf jeden Fall nochmal rein. Ja, schade. Jo. Das ist cool. Bombsack-Key. Nee. Nee, kein Bombsack-Key. Nee. Ey. Wie oft kann man dieses Scheißding noch ziehen? Meine Fresse. Ach ja, ich habe ja Flylauf drin. Naja. Schlüssel! Yay! Ja, alle guten Dinge sind 3. Oh, da geierte sich ein Dime. Und gibt mir Death. Ey, sowas wäre auch echt extrem geil, wenn man, hier sinnvolle... Friends till the end. Wenn man hier sinnvolle Pillen kriegen würde. Aber ich habe so ziemlich die behindertsten Pillenkombinationen, die man mit Kane haben kann in diesem Run. Ich habe, glaube ich, alle Pillen, die nichts bringen. Und auch noch alle Pillen, die nur ganz klein wenig bringen. Also alles andere als optimal. Ach komm, geh einfach drauf. Die Münze ist mir wert. Nimm und gib mir... Oh! Mom's Pearl wäre schön. Hätte ich doch die Trinket-Tasche aus dem Run davor noch. Mann. Na, solche Räume, da wird man gerne mal aufs Glatteis geführt. Cube of Meat, du machst das schon. Stars, toll. In den Itemraum, das ist... ja, ne? Schwieriger Kampf. Oh, Poison Touch, mit dem... In Kombination mit dem Polaroid ist das sehr cool. Das könnte uns vielleicht nochmal den Run retten, ein bisschen. Wobei wir eigentlich so oder so ganz gut dabei sind. Oh Gott. Aber das eben, der Kampf gegen Doppellast, also das ist schon... Detach? Was ist Detach? Oder meinst du wirklich Death? Hatte ich eine Death-Karte hier irgendwo rumliegen? Hä? Ernsthaft? Tatsache. Danke. Danke. Ich hoffe nur, dass ich jetzt auch noch 4 Schlüssel für die Chests zusammenkrieg. Wäre bitter, wenn nicht, aber ich... Ein Schlüssel kriege ich noch irgendwo aufgetrieben. Geil. Poison Touch. Ja, da ist er schon. Schneller als erwartet. Ey, Bettler. Way. Nein.
Schon das zweite, was ich liegen lassen muss. So ein Mist, ey. Wieso kill ich eigentlich erst die Würmer? Wäre doch viel sinnvoller. Na gut, jetzt nicht. Wenn der eine, wenn nur einer da ist und der eine relativ weit entfernt ist, kann man den Wurm auch mal leben lassen. Man darf ja, diagonal kann man dem ja unter die Augen treten, wie man will. Oh, Champion-Auge, habe ich gar nicht gesehen. Aber mit unserem Speed ist auch das kein Problem. No, Würmer. Dass der Bettler da nicht an die Münze ran will? Ich glaube, der geht erst an die Münzen, wenn ich alle Gegner besiegt habe. Kann das sein? Ja, ja, toll. Gegen Monstro. Schaden genommen. Geil. Na, das war nicht ganz so klug. Ey, ich nehme echt von allem Schaden. Das kann doch nicht wahr sein. Vor allem, weil die zweite Phase, die letzte Phase hier so simpel ist. Vor allem, wenn man Duke of Flies noch draußen hat, der eigentlich ja gar nichts macht. Das war echt fail. Ja, es ist bald vorbei. Aber danach mache ich auch Schluss, ne? Nur für diejenigen, die es wissen wollen. Mehr Münzen. Lucky Toe. Herz. Child's Heart. Toll. Schwachsinn. Hä? Oh. Death-Karte zur Death-Karte gemacht. Toll. Nö. Unseren Bettler können wir leider auch nicht in die Luft sprengen. Hey, Alpha und Pilz. Nee, Puberty. Cool. Jetzt haben wir immerhin nochmal coole ein paar coole Haare bekommen. Tschüss, Engel. Kein Bock auf euch. Champion-Engel bleiben noch. Obwohl wir die eigentlich auch locker hätten besiegen können. Aber bei 6 Stück kann es immer nochmal passieren, dass man da Mist baut. Oh oh. Ich mag Monstro 2 nicht. Wenn er einmal im Rhythmus drin ist, wenn er fliegen spawnt. Ja, da kommt man dann nur noch mit einem Hit oder gar nicht mehr raus. Wieso habe ich eigentlich nicht Poison Touch angewendet? Das habe ich schon wieder vergessen, dass ich das hab. Das war nicht ganz so klug. Yo. Ey, wie viele Bomben wollen die mir noch geben? Die kann ich doch gar nicht alle benutzen. So, Death-Karte bitte. Ich glaube, die Death-Karte werden wir einsetzen, wenn Isaac die Engel spawnt. Ist wohl am sinnvollsten. Oh, Doppel-Gemini. Doppelter schießender Gemini. Ach du Scheiße. Nicht ganz so cool. Gibt schönere Räume. Aber gibt auch schlimmere, also von daher. Also am schlimmsten, also ich glaube wirklich am schlimmsten, der schlimmsten Raum, den ich kenne, ist Doppel-Charion Queen. Oder Chariot? Ne, Charion Queen heißt sie, glaube ich. Dieser Totenkopf-Chub halt. Wenn der zu zweit kommt, ey, da verliere ich locker 5-6 Herzen im Raum, bevor ich die killen kann. Je nachdem, wie stark ich selbst noch bin. So, hallo Isaac. Was hast du denn jetzt zu bieten? Na, wir sollten ihn eigentlich ganz gut schaffen. Zumindest vom Damage her. Ausweichen ist bei Isaac bei mir echt immer Tagesform abhängig, ob ich es gut schaffe oder nicht. Na, da fängt schon mal an. Aber man muss bedenken, wir haben den Poison Touch, wir können noch Bomben legen, während wir in seiner Nähe sind. Das ist schon alles ziemlich cool. Ja. Man soll es natürlich nicht übertreiben mit dem Treffen lassen, auch wenn es wenn wir ihm danach ordentlich Schaden drücken können, aber irgendwo brauchen wir auch noch Herzen. Nein, dumm. So, jetzt warte ich nochmal, bis zwei Engel kommen.
So, und jetzt können wir die Death-Karte mal zünden. Und jetzt kommen ganz schnell wieder neue Engel, das ist blöd. Na komm, den schaffen wir jetzt ohne den Rest, ohne mal Schaden zu nehmen. Bitte? Ja, jetzt noch die 5 Engel hier. Oh oh. Oh oh. Zu viele Gegner. Ja gut, jetzt legt sich langsam. Wunderbar. So, 5 Herzen ab in die Chest. Mit ein bisschen Glück treffen wir hier ein paar gute Items an. Oh, Kamikaze. Scapula, auch geil. Book of Sin. Na. Oh, blaues Herz, cool. Oh, Rage. Gut, also vom Damage her sind wir richtig gut bestellt. Wie machen wir das jetzt? Ich glaube, ich nehme die Wahrsagekugel noch mit. Oh ja. Ich weiß nicht, auf wen ich gehen soll. Das sind keine Ahnung. Eigentlich hasse ich Gluttony und Greed gleichsam. Von daher fällt es mir echt schwierig, da meinen Gegner rauszusuchen. Aber Greed, das Gute ist, Greed spawnt hier keine Gegner. Das ist ganz wichtig. Aber trotzdem wird er mich treffen. Ich sehe es schon kommen. Wow. Auch Gluttony. Wenn man den Laser nicht gut sieht, dann kann das ziemlich böse ausgehen. Ja, Kamikaze ist sehr, sehr gut mit Polaroid, ich weiß. Aber ich hätte gerne noch vorher die Wahrsagekugel einmal voll gemacht, geguckt, wo der Boss ist und dann in dessen Richtung mich bewegt. Von daher gehen wir jetzt nochmal in den Raum. Hier ist der Boss nicht. Okay. Super Gluttony. Wir machen erst Greed kaputt. Das hat eben besser geklappt. Auch wenn Super Gluttony manchmal ein paar viele Kugeln... Oh, danke schön, Cube of... Nein! Fuck. Okay. Greed ist down. Super Gluttony hat ein bisschen Schaden reingedrückt bekommen. Ja. Und tschüss. Hä? Wie lange will ich noch leben? Dankeschön. So, ein blaues Herz noch. Wir sehen, wo der Boss ist. Und jetzt können wir Kamikaze... Oh, nochmal Forever Alone fliege. Es ist zwar nicht ganz so gut, aber jedes kleine Fitzelchen Damage, was wir hier kriegen können, nehmen wir mit. Lass mich raten, Greed im Geheimraum? Oh, nee. Schön. Gluttony killt gern seine Freunde mit den Lasern. Echt? Obwohl, jetzt ist eigentlich die Tick auch egal. Jetzt sind wir ja schon... Oh, ja. Nein. Scheiß Devilbagger, ey. Ja, also mit den Herzen sollte der Run eindeutig gesichert sein. Kugel Nummer 4! Was geht? Na, obwohl die Tick wäre trotzdem blöd, das stimmt schon. Alter, 4 Kugeln in einem Run. So hart. So, und jetzt ab geht's. Kamikaze. Und Chariot haben wir auch noch. Oh, Chariot Queen. Mit Kamikaze kann man den Raum zum Glück und den Polaroid natürlich ganz gut machen. Aber Schaden werde ich... Also einen Schaden werde ich auf jeden Fall nehmen. So viel kann ich sagen. Ich meine, guck dir an, wie langsam wir sind. Und also wie langsam im Schaden machen wir sind. Langsam sind wir nicht, wir haben 7 Speed. Okay, wir können natürlich Bomben legen, um die ein bisschen so zu killen. Ja, und dann... Zack, 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 zack. Wunderbar. Immerhin eine schon mal gekillt. Hä, haben wir nochmal Schaden genommen? Wovon? Ey, und schon wieder. Ich habe keinen Schlüssel mehr. Oh, das mit dem Run sichern ist noch gar nicht in trockenen Tüchern, so. So, ich soll Gluttony leben lassen? Okay. Wenn ihr meint. Wrath zu killen als erstes ist meistens ziemlich blöd.
Das war jetzt nicht so die klügste Wahl. Aber so viel zu, der killt gerne mal seine Freunde, ey. Muss ja schon Laser auf die schießen. Also entweder bewege ich mich dafür zu dumm, das kann natürlich sein. Ah ja. Okay, ich sehe, was ihr meint. Oh, noch ein HP ab. Das dürfen wir aber eigentlich nicht mitnehmen. Oh oh. Wenn die einmal auseinander sind, dann gibt das so ein Chaos. Und das könnte jetzt gleich passieren. Ja, das könnte jetzt passieren. Gut, okay, einen Schaden nehmen wir auf jeden Fall. So viel steht fest. Habe ich jetzt gerade einen Schaden genommen? Nee, ne? Sah gerade so aus, als wäre ich in den Laser gekommen. So, jetzt habe ich aber den Schaden genommen. Ey, wieso stirbt denn keiner von denen? Hallo, zu viele Fliegen! What? Ja, okay. Ey, wie viel Leben haben die? What? Dankeschön. Okay, 4 Herzen. So langsam wird es richtig eng. Komm aber auch hier, die behindertsten Räume spendiert. Ich wollte gerade sagen, der sollte eigentlich ohne Schaden machbar sein. Ja, wenn man sie einmal in der Ecke positioniert hat, dann ist das echt machbar. Und seit wann gibt es hier einmal dieses Gehirn da? Ich dachte, es gibt nur die, die sich in die normalen Gehirne aufteilen, nicht die, die sich in diese komischen Typen aufteilen. Es muss wohl so eine Art Champion-Gegner hier sein. So, kein Schlüssel mehr für die Truhe. 4 Herzen. Ich kann mich in der Chest nicht durchbomben, wollte ich nur mal gesagt haben, weil in der Chest zählt jeder Raum als Bosskampf. Und aus Bosskämpfen kann man sich nicht rausbomben. Jo, ne? Ja, ne? So, direkt mal Chariot... Ach, Chariot einsetzen, ja. Ja, immerhin ein bisschen Poison Damage schon gemacht. Und ein bisschen mit Kamikaze runterge... Ach, runtergedamaged, wollte ich sagen. Ja, immerhin schon auf die Hälfte. Wir haben noch 3 Herzen, auf die Hälfte ist er runter. Das war jetzt natürlich durch Chariot am Anfang ein bisschen verfälscht. Aber wir werden stärker durch Rage. Das muss man bedenken. Also mit jedem Kill werden wir stärker und er spawnt nur mal die Fliegen. Das ist ein großer Vorteil. Ja, das müssten wir eigentlich schaffen. Ja, das können wir ihn ganz schön runter nuken. Die Engel kriegen irgendwie nichts gebacken. Okay, jetzt nochmal ran. Ja, jetzt nur noch die Engel. Und den letzten mit Kamikaze. Dankeschön. Hey. Übrigens bin ich nicht drauf gegangen. Das war einfach ganz clever ausgespielt, muss man so dazu sagen. Also, wenn das mal kein Skill war. Ja, natürlich alles geplant. Naja, also man muss dazu sagen, ich finde persönlich das Blue Baby einfacher als Isaac. Seltsam, aber ich finde es so. Ja. Ja, Achtung, die Kurve ist jetzt blöd, weil ich werde jetzt eine Runde essen gehen und danach nicht mehr zocken. Also, der Stream wird jetzt hier enden. Sorry, dass das heute nicht so lang geht. Wie gesagt, ich habe noch einiges zu tun.
Und in erster Linie war der Stream ja sowieso nur angedacht dafür, dass ich mit Drago mal wieder ein bisschen spielen kann. Oder bis dahin spiele, wo wir eben aufgehört hatten, was eigentlich gar nicht so lang war, aber 2 Stunden, ja, kann man machen. Und ich muss dringend aufs Klo. Also, schön, dass ihr dabei wart. Der 24-Stunden-Stream, ich hatte es ja mal angekündigt gehabt, wollte ich eigentlich dann machen, wenn meine Eltern am Wochenende weg sind. Das hat sich jetzt aber leider gecancelt und deshalb. Nö. Also einen 24-Stunden-Stream würde ich schon machen, wenn ich hier sturmfrei habe. Ansonsten geht das nicht. Das kann ich im Voraus schon sagen. Ja, ebenso noch einen schönen Abend euch. Und danke, dass ihr dabei wart. Ja, das mit dem Studium wird wahrscheinlich auch besser, wenn man sich da ein bisschen reingelebt hat, denke ich. Ich bin jetzt auch niemand, der das Gefühl hat, dass er das abbrechen muss, nur weil er mal ein bisschen was nicht hinbekommt. Das lässt sich ja aufarbeiten. Was heißt hier den ganzen Tag? Das waren gerade mal 5 Stunden. Gut, ich bin jetzt raus. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann vielleicht im anderen Stream, vielleicht wieder bei Videos. Macht's gut, bis dahin. Ciao.